Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein neues Kapitel-Review und zwar zu ganz AR Kapitel 3. Das Kapitel startet damit, dass die Gruppe ja jetzt auf diesem Sportplatz, auf diesem Independence-Feld, wie das heißt, landet und da ja schon das Alien sieht, somit hat das letzte Kapitel aufgehört und startet dieses Kapitel auch direkt. Das Alien ist ja das Teufels-Alien und das ist ja eine recht gut aussehende Teufelsfrau und die steht da regungslos auf diesem Sportplatz rum und die Gruppe umzingelt sie. Was ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz verstehe, das meiste sind ja Veteranen, also sie sind schon ein paar Missionen dabei, aber die stehen und umzingeln nur und warten jetzt erstmal, bis das Alien was macht, als sofort zu schießen. Sollen die nicht schon gemerkt haben, dass da kann was nicht stimmen, ich drücke lieber mal sofort ab, aber nö, die bleiben erstmal da stehen und machen nichts. Es kommt dann auch der Typ, der da mit seiner Freundin gefickt hatte beim Transfer. Ihr wisst noch, im letzten Kapitel kamen ja noch zwei weitere Leute dazu, die auch schon länger bei Guns dabei waren. Und die hatten gerade Sex und gerade in dem Moment hat Guns die beiden reingeholt. Da wurde dann auch gesagt, oh Mist, wir haben das Timing schlecht abgepasst. Und der Typ von ihr, der hat ja seinen Anzug vergessen und das nicht zum ersten Mal, sondern der hat schon öfter seinen Anzug vergessen. Und seine Freundin ist natürlich nicht sonderlich begeistert darüber, weil ja, der Anzug ist überlebenswichtig und man kann sich nicht immer auf das Glück verlassen, dass er wieder überlebt. Guns hat ihm diesmal auch eine Ansage gemacht, weil selbst Guns geht dieses Schluderverhalten von dem scheinbar auf den Sack. Und Guns hat geschrieben, als alle anderen schon rausgebracht worden waren, er ist als letztes dran gewesen, dass er mindestens diesmal 15 Punkte machen muss, ansonsten ist er tot. Also, mich würde es nicht wundern, wenn er sogar mehr als nur ein oder zwei Mal seinen Anzug vergessen hat, dass selbst Guns mittlerweile schon was dazu sagt. Jedenfalls, ja, redet er so ein bisschen mit seiner Freundin und wir erfahren, dass sie eigentlich ganz gerne gefickt wird, wenn sie den Anzug trägt. Sie sagt dann nur, ja, sei jetzt mal ruhig. Hier frage ich mich aber, wir reden hier vom Ganzanzug. Gut, wir wissen natürlich nicht genau, wie dieser Anzug funktioniert, aber der Anzug hat scheinbar auch Kräfte, wenn er nicht komplett am Körper getragen wird. Der Anzug kann ja auch kaputt gemacht werden, also irgendwie, keine Ahnung, dass ein Teil vom Armteil des Anzugs fehlt und der funktioniert ja trotzdem noch. Das heißt also, er muss immer die blaue Flüssigkeit rauslaufen. Wie der Anzug jetzt genauso funktioniert, ob der jetzt durch Emotionen gesteuert wird, ist auch nicht so wirklich klar. Aber Sex mit dem Anzug zu haben, während man ihn trägt, stelle ich mir sehr, sehr gefährlich vor. Weil es kann doch mächtig was bei schief gehen. Und natürlich, wenn sie den Anzug trägt und sie kommt dann und krallt sich dann ins Bett oder so, kann das Bett kaputt gehen oder das Sofa. Ich meine, wenn dadurch dann der Anzug aktiviert wird und wenn er durch Emotionen oder durch das Anspannen des Körpers aktiviert wird, also ich weiß halt nicht. Noch viel gefährlicher ist es aber für den jeweiligen, der den Anzug nicht trägt, also sondern quasi für ihn, wenn sie ihn dann irgendwie gerade so festhält und dann zudrückt, weil sie gerade zum Orgasmus kommt. Ja, dann kommt da noch was anderes und das wird vermutlich das Blut sein, weil sie ihm gerade irgendwie die Schultern abgerissen hat dabei, weil sie dabei aus Versehen natürlich den Anzug aktiviert hat. Also Sex mit dem Anzug, weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist, da kann doch wirklich mächtig was bei schief gehen. Vor allem ist es einfach nur mehr oder weniger ein Latexanzug, so eine Art Catsuit mit komischen Punkten drauf. Da kann man sich doch dann tatsächlich auch so ein Latex-Outfit, so ein Catsuit kaufen. Gut, bei denen scheint das bis jetzt immer gut gegangen zu sein, wenn sie einen Anzug getragen hat. Aber ansonsten, ja, oder wenn, kann da doch wirklich mächtig was bei schief gehen. Und nicht nur in Sachen von, dass das Bett oder der Ort irgendwie beschädigt wird, sondern auch, dass die andere Person einen ordentlichen Schaden theoretisch bekommen kann. Und das, wie gesagt, einfach weil sie der Anzug gerade aus Emotionsgründen aktiviert. Also, ja, so viel jedenfalls dazu. Die Gruppe steht also immer noch weiter rum, aber nun macht tatsächlich der bis jetzt beste Charakter, was nämlich Krypto, das ist der Hund, und der greift das Alien an,
ja, bringt es zum Fall und reißt dem Alien die Kehle auf. Dabei verbrennt sich der arme Krypto ein bisschen sein Näschen. Ja, wie gesagt, Krypto, der Hund, der ist schon niedlich. Und wir wechseln nun tatsächlich zur Pornobande. Wobei, wir müssen auch noch sagen, hier Gabi und Pri, die haben überhaupt gar keinen Bock auf das Ganze und sagen, ja, nö, wir haben keinen Bock, wir gehen jetzt weg. Also machen sie sich dann quasi auf den Weg, das Gebiet zu verlassen und werden allerdings von dem einen Typen, der diesen Mundschutz trägt, immer noch gewarnt. Ey, Leute, macht, was ihr wollt, aber verlasst nicht das Gebiet. Aber Gabi, wir kennen ja mittlerweile schon einfach einen unsympathischen, ja, ist okay, und geht dann mit Pri weg. Nun kommen wir aber zur Pornobande, die ja auch noch da ist. Und die Pornobande sucht natürlich auch einen Ausweg, beziehungsweise die Pornobande schaut, ob sie da in den Umkleiden von Sportmannschaften irgendwas Gutes findet, was man teuer verkaufen kann. Ja, und danach suchen die, schauen also die Spinde durch. Einer von der Pornobande geht dann, ja, schaut sich so weiter um und sieht, wie zwei dieser Teufelsaliens miteinander rummachen. Natürlich wird er dadurch sofort super geil und will mit den beiden Teufelaliens dann Sex haben und geht dann hin. Und die beiden Teufelsaliens, die kommen dann auch auf ihn zu, wissen, was er will. Und gerade dann, ja, machen so ein bisschen rum. Und als die eine ihm anfängt, dann einzublasen, fängt er an, erstmal aufzuschreien. Dadurch kommt auch der andere Freund von ihm, also der zweite Pornobandentyp, oh, und sagt, boah, da will ich mitmachen, hey, da sind zwei Teile nochmal für jeden eine. Dann, wie gesagt, fängt einfach sein Kollege an zu schreien, weil die Aliens haben so eine ätzende Flüssigkeit, eine ätzende Spucke, und ja, der ganze Schwanz wird dem Typen weggeätzt. Und nicht nur der Schwanz, dass die Säure zieht sich scheinbar auch vom Becken dann bis in den Bauch hoch. Ja, nicht sonderlich schön, und damit ist einer schon mal tot. Den Schrei haben jetzt auch unser mundschutztragender Freund und die Freundin vom Anzugslosen gehört, denn die sind auch unterwegs und suchen Aliens und sind auch jetzt gerade in diesen Umkleiden und treffen dann auf die Pornobande bzw. auf den, der noch lebt, wobei auch der nicht mehr wirklich lebt, weil das Teufelsalien, das hat den halt so gepackt. Und scheinbar reicht schon die Berührung, dass man weggeätzt wird. Also nicht nur die Zunge oder die Spucke oder das Blut, das wird auch noch erwähnt. Scheinbar schon die Berührung, weil die streicht den Pornobandtypen über den Bauch. Und dann sieht man halt da, wie die Rippen und so alles hervorkommen. Mundschutztypi und Mädel fangen dann auch an, auf das Alien zu schießen. Das weicht aus. Es gelingt ihnen aber dann, das Alien zu töten. Und dabei wird hier Mundschutz-Heini ein bisschen von diesem Blut getroffen und merkt, das brennt. Mittlerweile kommt dann auch unser Anzugsloser an und sagt, ey, überlass mir die Aliens. Verletzt die nur, sodass ich ihnen den Todesstoß geben kann. Ich brauche die Punkte. Verständlich, er will ja nicht sterben. Und man kann natürlich auch verstehen, dass sie das so ein bisschen abgemacht haben, weil sie sind ja eigentlich ein Team und vor allem seine Freundin will ja auch sicherlich, dass er überlebt. Sie ist auch gar nicht so begeistert, dass er jetzt einfach schon so rausgekommen ist. Er sollte sich wohl etwas verstecken, weil in diesen Umkleiden zwei Aliens sind und ja, von hinten kommt dann auch das zweite Alien an. Er hätte sich noch weiter verstecken sollen und wird dann von diesem Alien gepackt und bekommt tatsächlich auch schon Wunden ab. Seiner Freundin gelingt es, an dem Alien Kopfschuss zu geben. Und sie ist eifersüchtig auf ein Alien. Also sie schießt das Alien ab, dem Alien platzt in den Kopf und sie sagt nur so, du Hure. Und wo ich mir auch wirklich überlege, okay, bist du gerade ein bisschen eifersüchtig auf ein Alien von irgendeinem fernen Planeten, was gerade einfach nur deinen Freund wegätzen wollte, gut auf mit erotischen Bewegungen, ja, klar, so über den Körper streichen und so. Aber, ja gut, jedenfalls durch dieses Blut wird ihr Freund noch so ein bisschen mehr weggeätzt. Also er bekommt Verbrennungen ins Gesicht, weil das Blut halt so ätzend ist. Das gefällt ihm nicht ganz so gut, aber er lebt noch und an sich geht es ihm gut. Und er will natürlich auch weiterkämpfen, weil er braucht Punkte und er hat bis jetzt noch kein Alien erledigt.
Dann geht es wieder zu Gabi und Pri. Und Gabi und Pri, ja, die sehen, dass der alte Mann tot auf dem Boden liegt. Denn dem ist der Kopf geplatzt, als er das Gebiet verlassen hat. Und dann fällt Gabi auch wieder ein, was der Mundschutz-Heini gesagt hatte. Nämlich, sobald ihr ein komisches Geräusch in eurem Kopf vernehmt, geht nicht weiter. Also hauen Gabi und Pri wieder zum Sportfeld ab. Und da tobt auch schon ein Kampf. Also hier der Federico, der ballert die Aliens nieder. Denn jetzt kommen noch mehr Teufels-Aliens. Ein Alien greift jetzt allerdings Pri an und wirft die zu Boden. Und gut, sie trägt den Anzug, aber hat ihre erste Mission und weiß nicht, was sie machen soll. Und versucht sich zwar so ein bisschen zu befreien. Gabi versucht ihr dann zu helfen, nimmt die X-Gun und schießt, also anfangs schießt er noch nicht, zielt auf das Alien, traut sich aber nicht, den Abzug zu drücken. Und weiß nicht, wie man schießt. Benutzt dann die Abzüge abwechselnd, bis er dann auf die Idee kommt, er drückt beide. Als er dann abdrückt, fällt ihm wieder ein, was passiert, denn er hat ja gesehen, dass im Raum dem einen Typen von der Pornobande der Kopf weggeschossen wurde. Und das passiert auch mit dem Alien. Gut, er hat das Alien nicht am Kopf getroffen, allerdings an der Schulter. Und zwar so, dass nicht nur die Schulter, sondern ein Teil der ganzen Seite hier wegplatzt. Und das Alien, das lässt dann von Pri ab, kippt dann aber auch tot um. Und Gabi sagt so, oh Scheiße, hat da dieses Alien umgebracht und er kommt mit der Lage nicht so richtig zurecht. Federico sagt dann so ein paar Worte, ja, wie er mit der Waffe genau umgeht und dass er das ab jetzt an machen muss und dass er jetzt ein paar Punkte bekommen wird. Dafür, dass er ein Alien umgebracht hat und ja, dass er sich halt daran gewöhnen muss, aber wenn er für heute dann aufhören will, soll er sich halt irgendwo verstecken, aber auf kurz oder lang wird er nicht drum herumkommen, Alien zu töten. Gabi flüchtet dann, beziehungsweise was heißt flüchtet, verschwindet dann mit Pri wieder von dem Feld und nachdem sie halt nicht dieses Gebiet verlassen können, entscheiden sie sich nach oben zu gehen, also da, wo der Kommentator sitzt, also in dieses kleine Häuschen, gehen da so eine Treppe hoch und sind dann da, wo der Sportkommentator sitzt und das Ganze kommentiert normalerweise. Dabei merken sie, dass Pris Anzug kaputt ist, da läuft die blaue Flüssigkeit aus und Gabi stellt fest, dass die X-Gun auch so ein X-Ray hat, so ein Röntgengerät und damit spielt der Gabi so ein bisschen rum und zielt überall hin und er zielt auch auf das Sportfeld und er sieht durch diesen X-Ray, dass unter dem Sportfeld, also wirklich unter der Erde, ein riesiges Teufels-Alien ist und damit endet auch das dritte Kapitel von Guns AR. Ja, dieses Kapitel hatte recht viel Action. Die Mission geht jetzt richtig los. Die zwei Kapitel davor waren ja mehr so Vorgeplänkel. Jetzt geht die Action richtig los. Wir sehen so ein bisschen, wie die Charaktere kämpfen. Krypto hat gute Arbeit geleistet, indem er das eine Alien dann auch erledigt hat. Wie gesagt, das arme Näschen von Krypto. Wie gesagt, Krypto einfach der beste Charakter bis jetzt. Die restlichen Charaktere, ja, Gabi ist wirklich ein Sonderfall, auf den werden wir später wirklich noch zu sprechen kommen. Pri ist, ja, die ist halt, zu dem Zeitpunkt ist sie noch, ja, okay, geht noch. Der Federico, ja, der versucht irgendwie so ein bisschen so dieser Aufklärer zu sein, versucht noch so der Freundlichste zu sein, aber ich möchte noch nicht so, also was heißt so viel verraten. Er ist halt mehr so dieser Aufklärer, ja. Aber so, dass das Team irgendwie so zusammenarbeitet oder es irgendwie eine Art Zusammenhalt gibt, es wird zwar immer so gesagt, das wurde auch am Anfang gesagt, hey, hier in Guns schießen wir nicht auf unseren Kameraden. Aber so wirklich merkt man das irgendwie nicht. Es wurde anfangs den Neuen auch sehr wenig erklärt. Und klar, dass die Freundin da ihren Freund da beschützen will und will, dass er da 15 Punkte bekommt, das Ganze mit dem Kopf wegjagt, ist klar. Aber ja, auch dieser Mundschutz-Typ. Ich weiß gar nicht, ob wir von dem den Namen schon erfahren haben, aber das erfahren wir dann noch im nächsten Kapitel und auch von einem anderen Charakter werden wir den Namen noch bekommen. Ja, an sich wieder ein sehr, sehr gutes Kapitel. Guns AR ist wirklich ein sehr, sehr gutes Fanwerk, ein sehr guter Fancomic.
Und wir sehen uns auf jeden Fall bei der nächsten Kapitel-Review zu ganz AR. Und sonst heißt es wie immer, mehr, wenn ihr mich wieder seht, ihr müsst unbedingt schauen, wie es weitergeht.